Was ist der Unterschied zwischen einer Hedge-Position und einer Short-Position? Das würde ich dir sehr gerne in diesem Video erklären. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, es geht dir sehr, sehr gut. Ich komme zurück mit einem von diesen Reihe Videos, die ich versprochen habe, und nämlich eine Hedge-Position oder eine Short-Position. Was ist eigentlich der Unterschied? Wir kennen diesen Chart, das ist ja der Chart, den ich für euch gemacht habe und veröffentlicht habe. Und ich würde sehr gerne jetzt den Unterschied wirklich da erklären. Was ist ein Hedge? Ein Hedge und eine Short-Position mögen am Anfang ähnlich aussehen. Das bedeutet, ein Trader wird mit einem Investor an bestimmte Punkte sich treffen, wenn sie natürlich gleich Regelwerk haben, sowieso. Dann würden sie sich an bestimmten Punkten ganz klaren Plan gemacht haben und treffen. Okay, und dann würden sie entsprechend eine Short-Position eingehen und der andere eine Hedge-Position eingehen. Erst einmal erklären eine Short-Position. Eine Short-Position ist zum Beispiel, der Trader sieht hier eine sehr große Chance, also es muss Wahrscheinlichkeiten passen, es muss CRV ganz klar passen und muss benannt sein und entsprechend dem Money Management möchte er einen große Bewegung oder eine kleine Bewegung, je nachdem, ob der Daytrader ist, ob der Swingtrader ist oder eben eine Positionstrader ist, dann eine Strecke handeln. Okay, also die mag sein, dass es ein Hedge-Position, also dein Investor mit einer Hedge-Position, mit einem jemand, der Short-Position eingeht, sich an den bestimmten Dingen treffen. Allerdings, der eine wird je nach seiner Strategie die Position verkleinern und Gas rein und rausgeben und so weiter und so fort, aber die Hedge-Position nicht. Also, im normalen Leben haben wir auch noch Brandversicherung und haben wir Krankenversicherung, wie ich in anderen Videos erklärt habe. Okay, eine Hedge-Position ist für einen Depot, der komplett long eingestellt ist, wird diese Hedge-Position eingegangen, wenn der Markt gewisse Dinge zeigt, also gewisse Warnungen zeigt, dann geht man entsprechend rein und natürlich sichert man sein gesamtes Depot ein. Zum Beispiel, du hast einen Depot long und möchtest du oder kannst du nicht diesen Positionen komplett glatt stellen. Also bei den Institutionen zumindest mal geht es nicht. Je nachdem, wie dieser Markt, also wie du in deinem Depot investiert bist, zum Beispiel DAX-Werte mehr, S&P-Werte oder Nasdaq-Werte, dann macht es Sinn, wenn du den Markt wackeln siehst. Ja, und entsprechend der Regelwerk hast, dann natürlich deine Position gegen diesen fallenden Kurs zu hedgen. Okay, auch apropos Hedge-Position kann ja auch nach oben sein. Das heißt, du gehst davon aus, dass diesen Bereichen, die du analysiert hast, ein super guter Bereich ist und zahlst du eine Prämie um deinen Depot, wenn der Markt jetzt tatsächlich fällt, dann abgesichert zu haben, anstatt hier Panik zu schieben und natürlich da Exit zu drücken, weil das genauso Blödsinn und falsch ist, wie eben oben mit dem Regelwerk nicht gehedged zu haben. Hedgen ist es ganz wichtig, aber meiste Leute leider haben keine Ahnung von Hedgen. Das heißt, die wissen genau dann nicht, was sie dann machen sollen. Also man muss für eine Hedge-Position garantiert eine gute Analyse haben, der Wahrscheinlichkeit da drin ganz klar ist,
Falls ihr euch diesen Video von diesem Tag anhört, das ist ja auf YouTube von 13.01. Ich habe laut und deutlich gesagt, der Markt bereitet sich auf einen Impuls vor. Einen Impuls ist sowas, wie ich gesagt habe. Das heißt, wenn der dann Impuls gegeben hat, dann ist es fast zu spät. Meiste Leute gehen dann, wie gesagt, panikartig dann unten raus. Das ist einfach die Regelwerk, leider Gottes, meistens an die Börse. Okay? Das heißt, hier geht man mit einer relativ kleinen Prämie gegen einen fallenden Markt, wenn sich die Anzeichen dann natürlich häufen. Das heißt, wenn man weiß, ich sag's mal jetzt so, wir haben ja im Januar schon ganz schlecht gestartet und jemand, der an die Börse ein 2,50 Euro Ahnung hat, muss das eigentlich relativ schnell entdecken und oben entdecken, dass hier alles nicht irgendwie richtig ist. Jemand, der Kurs lesen kann, sowieso. Das heißt, müsste man eigentlich anstatt den Depot einfach in freie Fahrt laufen zu lassen, hier denn ein bisschen Cash-Reserve aufbauen und für den Depot, die man hat und nicht, egal warum auch immer, nicht diesen Positionen alle glattstellen will im DAX, im Nasdaq oder in S&P mit bestimmter Prämie dagegen zu halten, also Depot abzusichern. So, ich sage es mal mit diesem Beispiel noch einmal. Du hast zum Beispiel Brandversicherung und sagst du, naja, okay, jede 5 Minuten, wieso soll ich diesen Brandversicherung halten? Der Markt fällt ja nicht, oder mache ich dies oder mache ich das? Also jetzt brennt langsam in Nachbarschaft. Okay, also zwei Straßen weiter. Irgendwann muss man geschnallt haben. Also der Markt geht wirklich jetzt nicht nach oben und musste ich wirklich tatsächlich was machen. Dafür brauchst du ein super gutes Regelwerk, um natürlich die Wahrscheinlichkeit und CRV dir ganz klar und ganz mit festem Regelwerk zeigen kann. Und dann natürlich, wie ich erzählt habe, klein zu machen. Ich zeige es dir sehr gerne, zum Beispiel diesen Bereich, wie klein machen für mich bedeutet. Also du hast, jetzt würden meine Absolventen natürlich die diese Videos sehen, ganz genau wissen, wovon ich rede. Du wirst dann hier, wenn du die Analyse hast, die ich bei 16.080 als Maximalbereich genannt habe, dann schaust du, du gehst nicht natürlich einfach nur so short, also Hedge-Position, sondern schaust du diesen Bereich ganz klein an. Das heißt nicht in den großen Chart, sondern machst du es ganz klein und wirst du mit festen, wirklich festen Regelwerk einen Position hier eingehen und dein Stopp positionieren. Okay, stell dir mal vor, so wie ich in diesem Video gesagt habe, ich stehe neben dir oder hinter dir und schubse dich dann so rein, mach das mal endlich mal jetzt. Ja, dann wird es relativ schnell, auch als Sichten-Hedger, wird diese Position für dich laufen. Genau dort, wie ich gesagt habe, Trader und ein Hedger treffen sich ja an manchen Marken gerne, aber denn ein Trader kann zum Beispiel diese Position verkleinern, rausgehen oder wie gesagt, je nach seiner Strategie, und Hedger wird natürlich das nicht machen. Er kann zwei Dinge tun. A, seine Position am Anfang, je nach der Wahrscheinlichkeit, je höher seine Checkliste oder Regelwerk an diesem Bereich im Alarmieren, jetzt ist Top-Bereich, also jetzt passt alles, umso mehr kann die Position eingehen oder zumindest mal einen Teil von den Positionen, also Hedge-Position, reinstellen. Okay? So, irgendwann wird er sozusagen Bestätigung aus dem Markt haben. Das heißt, in der Tat ist der Markt dann für ihn gelaufen, beziehungsweise ist
irgendwann mal in diesem Bereich muss er erkennen, der Markt geht in der Tat nicht jetzt weiter nach oben. Der hält zwar dann an, aber irgendwann wird tatsächlich hier ganz, ganz, gefährlich. Okay, dann wird er zumindest mal spätestens, das nennt man antizyklisch zum Beispiel in diesem Bereich und das nennt man prozyklisch. Vor einem Prozykler wartet derjenige dann natürlich entweder so oder in meinem Systematik relativ an Anfang wird der Prozykler sich zeigen, dass der Markt tatsächlich diese hier bestätigt. Also kann es ja noch sogar die Position richtig erhöhen. Aber wenn das oder halt irgendwie in diesem Bereich, wenn aber anfängt, so wie wir gehabt haben, diesen Impulse zu geben, dann ist es relativ spät. Das heißt, du hast fast in der Impulsbereich keinen passenden Stopp, dass du dann anfängst, hier abzusichern. Das heißt, der Flummi-Effekt, also wenn man nach meinem Systematik handelt, den ganz klaren Zielbereich hast und ein festes Target hast, und ich bin mir ziemlich sicher, zumindest mal, dass der Markt in diesem Bereich einen Flummi-Effekt gibt, dann ist es gefährlich, in diesem Bereich auf Exit zu drücken, erst anfangen abzusichern, weil dein Stopp relativ groß ist. Also zurück, wenn wir in den anfänglichen Bereichen einen Hedge-Position eingehen, die wir auch, wenn wir hier sagen, okay, ich habe 50, 60 oder 80, was weiß ich, Punkte und will mein gesamtes Depot oder mein gesamtes Haus gegen Brand sozusagen sichern, dann ist das relativ wichtig, dass man das macht. Natürlich nicht einfach so gegen den Markt zu halten, sondern erst, wenn das wirklich ein ganz klares Zeichen gibt. Ich habe es, wie gesagt, leichter reden. Für mich ist das zumindest mal die Bereiche, filter ich mir ganz genau diesen Bereichen raus und für mich war eigentlich diesen Bereich schon pro Zügler, weil Antizügler ist es ja, wenn man sozusagen im Bereich der Negative sehr vorgemacht hätte. Aber lassen wir den sein. Ich meine einfach mal das, was ich euch zumindest mal mitgegeben habe. Also von einer Hedge-Position muss man keine Angst haben. Denn wenn der Bereich gut analysiert ist, dann wird der Kurs relativ schnell vor einem laufen und man kann sozusagen auch diesen Position einen Teilgewinn rausziehen, also am Anfang kurzfristig Trader sein und dann diesen Position laufen zu lassen. Das heißt, der kostet einem überhaupt keinen Geld mehr. Je nachdem, dieser Bereich kann einem richtig, richtig, wie gesagt, Kohle gekostet haben. Das heißt, du bist in dem Bereich, den du für dich analysiert hast, bist du ganz sicher und natürlich gehst du dann in dem Bereich, den ich zumindest mal in dem Charts für euch dann festgelegt habe, dann wirst du deine Position absichern. Also Gewinn komplett aus dieser ganzen Position rausgezogen haben und jetzt bleibt der Brandversicherung für ewig und 3 Tage drin. Also das kostet kein Geld mehr, das ist keine Kopfzerbrechen und du kannst natürlich auch einfach im Gegenpositionen auch noch, also im Gegen sozusagen Rückläufe auch nochmal auch tun. Ansonsten gar nicht. Ich rede jetzt mal mit Zahlen. Du hast einen Depot der 100.000 oder 200.000 oder 10.000, eigentlich rentiert sich auch. Und du sagst, okay, ich will jetzt, ich bin gut im Gewinn und möchte jetzt nicht aus meinem Position rausgehen, dann möchte ich, oder auch umgekehrt, ich möchte es auch mal über Umgekehrte jetzt sagen, du bist in einem Short-Position. Ich sage es ja, was ich selbst gemacht habe,
kann auch jedem gerne zeigen. Ich bin selbst hier reingegangen, meinen Absolventen wissen. So, ich habe diesen Bereich einfach auch den Short gehalten. So, hier war für mich der Bereich, jedes Mal, dass er abprallt. Ich habe in dem Video aber auch gesagt gehabt, dass es ganz groß ist. Und habe natürlich diese Strecke meinen Hedge-Position wieder dagegen gehedged. Das heißt, ich habe diesen Position schon getradet bzw. gehalten und habe, weil ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, unser Erfolg, dass es der Markt einfach dagegen geht, groß ist, einmal dagegen gehedged. In diesem Bereich habe ich noch einmal klein geschaltet und habe nochmal diesen Position erhöht und diesen Position entsprechend natürlich verkleinert bzw. kannst du auch glattstellen. Beziehungsweise kannst du es einfach mal plus minus null stellen oder den anfänglichen Stopp stellen. Also ist, wie gesagt, das ist egal, wie man es macht. Wenn du den anfänglichen Stopp auch behältst, kostet dich kein Geld mehr, dass diese Position wird laufen. Ich habe in der letzten Video über diesen beiden Bereichen auch zum Beispiel gesprochen gehabt und wir gucken uns ja dann einfach diesen Bereichen an. Wir sind dreimal von diesem Bereich nach unten abgeprallt. Okay, wir sind aber auch dreimal oberhalb bisher von 15.070, 15.100 ungefähr. So dreimal auch, zweimal auch da drauf, beziehungsweise mit hier dreimal auch da drüber nach oben abgeprallt. So, das heißt, ich hab in dem letzten Video auch gesagt, schaut euch mal hier an den Long-Position. Ich hole mal den anderen Charts raus, da steht alles noch drin. Der Long-Position muss abgesichert sein, ja, und der Markt erst wird mindestens, also oberhalb von, unterhalb von 15.070 wird es anfangen, gefährlich zu werden und natürlich auch unterhalb der Grünen. So, wenn du hier anfängst, dann abzuhatchen, ist einfach zu spät. Viel zu spät. Wenn du die Bereiche kennst, dass ich dann dir in dem letzten Video bzw. vorletzten Video, egal was, genannt habe und diesen Bereich einen kleinen Hedge-Position laufen lässt, dann hast du es, wie gesagt, dann relativ schnell als Trader diesen Bereich erst einmal Geld verdient und du kannst dann deine Position mit anfänglichen Stopp belassen. Weil oft gefragt wird, das ist meine Erklärung und viele fragen mich ja, was ist zum Beispiel absichern? Ich habe hier alle diesen Bereichen dann fast live dann in Instagram auch noch angekündigt. Für mich ist es hier oben immer wieder den Long absichern und dagegen hedgen oder auch hier absichern. War die Frage, was ist es? Das heißt, der Position so Gewinn rausziehen aus diesen Strecken, dass es sozusagen nicht mehr wehtut und den Restposition kannst du es im Grunde genommen behalten. Es passiert ja gar nichts mehr. Also höchstens wird er dann ausgestoppt werden, wenn dann halt oberhalb von deinem Stopp geht und das ist dann völlig in Ordnung. Ich hoffe, ich könnte es ein bisschen jetzt mit diesem Video ein bisschen denn zumindest mal die Einleitung von das, was ich eigentlich mit euch gerne vorhabe, den Kurs lesen, gemacht zu haben. Gerne stellt unter diesem Video deine Frage oder dein Feedback dazu und ich freue mich über jeden eure Kommentare. Bis sehr bald, eure Nasila.